Hallihallo miteinander. Mein Mann wollte zu Teddy und er hat mich mitgenommen. Jetzt, ihr seht, was passiert ist, ne? Ich zeige euch mal, ich packe das mal hier so übereinander und zeige euch mal, was ich gekauft habe. Und zwar einmal diesen Silikonstempel für 2 Euro, so, damit ihr nicht geblendet werdet. Den fand ich total schön mit den Noten. Dann nochmal diesen Silikonstempel. Fand ich auch sehr schön, dachte, die kann man immer brauchen. Dann habe ich dieses Papier gekauft. 2 Euro hat der Block gekostet. Ich zeige euch hier mal das Papier. Und genau genommen habe ich es wegen diesem Papier gekauft. Hier, das fand ich sehr schön. Die Blumen sind jetzt gar nicht so unbedingt meins, das finde ich aber trotzdem ganz schön. Und diesen Papier. Also wie gesagt, das Blumige kann man nutzen, aber vorrangig ging es mir um dieses Papier. Und ja, dafür habe ich 2 Euro ausgegeben. Das finde ich auch sehr schön. Ja, Blumen kann man auch nutzen immer. Ich finde dieses Papier, deswegen habe ich den gekauft. Den lege ich euch mal hier hin. Dann habe ich diesen Block genommen. Der ist ja mal so niedlich. Ich zeige ihn euch. Hier sind die Die-Cuts immer dazu. Ja, mit so Karten kann ich ja nicht unbedingt was anfangen. Aber diese hier finde ich so niedlich. Da mache ich auch Karten mit. Der musste also mit. Finde ich ganz, ganz niedliche Motive. Guckt euch das an, der Otter, der ist doch so putzig. Ja, wie gesagt, fand ich sehr schön. Den musste ich mitnehmen. Dann habe ich diese Blöcke für 1 Euro mitgenommen. Hier sind auch noch Weihnachtsmotive. Ich dachte, damit könnte man ganz einfach eine Karte machen, weil das Papier ist ja schon aussagekräftig genug. Und das ist immer jeweils dreimal da. Und auch mal mit anderen Farben hier, so mit diesem Grün, das fand ich total putzig. Ja, wie gesagt, Schneemänner in allen Formen und Farben mit Santa oder dem Weihnachtsmann. Entschuldigung. Jeweils dreimal das Motiv da. Hier ist nochmal in etwas quietschigeren Farben. Jedenfalls fand ich die putzig. Das finde ich so süß. Ja, mit niedlichen Motiven kriegt man mich, ja. Oder dieses hier, das ist auch echt süß. Ein Weihnachtsfuchs. Und die fand ich auch sehr schön hier. Dann habe ich, ich zeige euch zuerst den. Das sind nur Die-Cuts. Moment, meine Nase mal wieder. Die fand ich gut. Das sind hier so Natur. Und jeweils auch zweimal drin. Zur Hochzeit. Aber ich habe ihn nur einmal mitgenommen. Ich bin echt tapfer gewesen, ne? Ja, wie gesagt, den fand ich ganz niedlich. Und hier, das zeige ich euch mal, kann man diese Teile hier rausnehmen und dann kann man die hier draufpacken und hat hier eine fertige Fensterstange, also ein fertiges Fenstermotiv. Das fand ich jetzt echt niedlich. Ich habe übrigens 2 verschiedene Fensterstanzen, die ich noch nicht benutzt habe. Aber wenn man natürlich sowas, so ein schönes Papier hat dahinter, dann kann man das ja echt super nutzen. Und hier der Wolf, der kommt ja öfter mal vor irgendwie. Und die ganzen kleinen Sachen. Also wie gesagt, mir hat es gefallen. Ich muss gucken, wie ich das nutze. Natürlich, wenn ich das mache, zeige ich euch, was ich damit gemacht habe. Und die haben mir gut gefallen. So, dann habe ich noch diesen Block mitgenommen. So Naturdesign passt ja irgendwie immer, ne? Das kann man immer prima zum Ausstanzen benutzen, finde ich. Gerade auch für Männerkarten. Ich weiß gar nicht, warum Männerkarten immer irgendwie so also so holzlastig sein sollen. Aber Frauen finden Holz auch schön, ich zum Beispiel. Aber der hat mir gut gefallen und dann habe ich mir gedacht, der darf auch mit dieses Papier, ist übrigens
gut dick. Das andere hier, diese sind eher dünn. Ich weiß gar nicht, ob das drauf ist. 120 Gramm und hier sind 220. Also das merkt man schon den Unterschied. Zum Ausstanzen ist natürlich dickeres Papier immer besser. Und dann habe ich das gesehen. Also das fand ich ja mal richtig cool. Wie heißt das denn jetzt? Designpads, na Quatsch. Ist Pappe, Graupappe. Jetzt habe ich es. Ist ja Grau und Pappe. Es war jetzt echt schwierig, auf den Namen zu kommen. Ja, Graupappe. Fand ich ja mal echt cool. Hübsche Größe, um kleine Mini-Alben zu machen. Und habe ich 2 Euro für bezahlt. 2,55, Entschuldigung. Und hatten sie nur in dieser Größe. Und fand ich echt cool. 700 Gramm. Eins. Coole Graupappe. Also Pappe, da mache ich auf jeden Fall mit euch kleine Mini-Alben. Hat mir super gefallen. Fand ich cool. Ja, wie gesagt, mein Mann wollte zu Action und das, was er bei Action kaufen wollte, hatten sie nicht. Aber ich habe was gefunden. Ja, ihr kennt es, ne? Die Stempel sind doch auch echt cool, ne? Ja, finde ich sehr schön. Ich wünsche euch erstmal was und wir sehen uns. Bis dann. Tschüss.